Soll das Excalibur sein? Ja, wer weiß, ob das Excalibur ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt zurück zu Cibber nach Lurim. Er wollte uns ja mehr erzählen über dieses schöne Schwert. Hier bekommen wir mal so einen Donnerzauber. Ich finde es auch sehr fair vom Spiel, dass man direkt am Eingangsbereich der Höhle rausgeworfen wird und nicht irgendwo im Zwischendrin Stück oder zurücklaufen darf. Das wäre doch toller. Aber ja, den Schlüssel hier brauchen wir nicht mehr, der kann weg. Und dieses Donnerding rüste ich einfach mal aus und benutze es dann bei Bedarf. Weil, wieso auch nicht? Klar kann man es verkaufen, aber ja. Wir haben mittlerweile genug Geld angesammelt in dieser Höhle. Sieht ja, 30.000 ist schon passabel und so viel brauchen wir auch gar nicht mehr. Denn was wir noch an Waffen und Rüstung so finden können, das ist meistens gratis zu finden in Kisten. Tatsächlich. Ihr braucht euch jetzt keine Gedanken mehr, um Geld zu machen. Man kann bis zu einer bestimmten Summe ansparen, aber ihr habt nichts davon, weil es keine Zinsen gibt. Nirgendwo. Es gibt ja auch keine Bank. Und welche Bank gibt heute noch Zinsen? Meine nicht. Es gibt ja eher Negativzins dafür, dass ihr Geld anlegt oder einzahlen dürft und dafür dann nichts bekommt. Das ist schon sehr seltsam. Man zahlt der Weltbank. Nee, man zahlt der Bank Geld so rum, dass man Geld anlegen darf und nichts davon hat. Kein so tolles Konzept mittlerweile, ne? Aber ihr braucht ja für fast alles ein Bankkonto. Sei es für euren tollen Amazon-Account oder Netflix oder. Tja, das war früher noch einfacher mit dem Tauschhandel. Oh. Schnell. Der Chocobot war gerade bei der Rettung, glaube ich. Ja, sehr wahrscheinlich war er das. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier heilen. Großzügig. Denn diese Fliege hier hätten wir auch direkt im Gesicht spawnen können. Und dann wäre ich tot gewesen. Und wir wären wieder in der Höhle. Nee. Da kann ich darauf verzichten. Die Kettenpatsche kann eigentlich auch mal nach unten, die brauchen wir nicht mehr. Ja. Aber ausrüsten sollte man sie natürlich trotzdem mal, wenn man sie braucht. Zack. Gut. Die Gegner hier aus dem Weg. Und dann können wir gleich erstmal wieder nach Lurim zurück. Oh, mal schnell mit dem Chocobot. Man hat auch viel. Mal vielleicht auch die Melodie schon mal erkannt, ne? Ich fahre das falsch. Fahren vor allem. Wollen wieder nach Norden, dann in den Westen. Da kommen wir ja schließlich her, ne? Rein aus dem Westen, aus der Kristallwüste. Und wir wollen dazu Cibber in Lurim. Der ist ganz nah dran. So eine fröhliche Melodie. Und bis heute noch immer weit verwendet. Weit und breit, weltweit. Naja. Teilweise abgewandelt, aber verwendet. So, jetzt müsst ihr kurz warten auf mich. Ich bin gleich wieder da.
Hey Silber, ich habe schon ein Schwert gefunden. Es ist voll rostig. Ja. Nun muss nur noch der Dime Tower. Der Geldturm? Ein Dime ist doch so ein Vierteldollar, oder? Oder ein halber? Ja. Dunkler Turm, ja. In der Wüste der Kristalle. Kristallwüste, ja. Wie? Dieses Schwert wird dir helfen. Nutze es in der Höhle der Ruinen. Du wirst schon sehen. Das rostige Schwert hat solch große Macht. Das Schwert der Legende zeigt seine wahre Macht. Nur wenn der Träger würdig ist. Wenn du ein wahrer Gemma-Ritter bist, wird es dir helfen. Aber ich weiß nicht, ob... Don't worry. Now go and be happy. Ja, die Höhle der Ruinen ist in der Wüste nahe Ish. Frage Dr. Bauwau, er weiß das alles super gut. Ja, da wird uns Dr. Bauwau in Ish gleich sagen, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Davon ist auszugehen, also ab nach Ish. Die Sache ist ja, dass wir doch für diese eine Höhle, deren Ort ich schon angedeutet habe vorhin, bevor wir zur Korallenküste sind, die ist verschlossen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dahin zu kommen. In die Höhle hinein. Die ja, wie gesagt, hier unter diesem Kristall versteckt ist. Es ist kein Blitzzauber, es ist kein Flammenzauber, nein, es ist auch nicht der Morgenstern. Lass uns doch mal Dr. Bauwau fragen, was es denn ist. Kein Junge im Weg, das ist schön, ich gehe gleich hier links hoch. Toll, es ist mal keiner im Weg. Hallo, Onkel Doc. Endlich! Du brauchst die Macht von Duke! Duke Nukem? Der ultimative Zauber Duke ist vom Lich versiegelt. Ah ja. Geh nach Norden in die Palmwüste, besiege den Lich. Ja, den Reaper, wenn man so will. Das ist der Grim Reaper dieses Spiels. Und er ist ziemlich kräftig. Ohne passende Rüstung oder Lebenszauber. Dauert der Kampf. Aber ich zeige euch mal das Ganze so gut ich kann. Die beste Waffe ist für ihn, wie ich finde, die Flammenpeitsche. Die haben wir. Wir haben auch genug Energiepunkte. Aber ich zeige euch gerne mal, wie man ihn auch besiegen kann, wenn man sich nicht doof anstellt. Weil ich mich nicht doof anstelle. Ganz genau so. Auf Wolfe ist das die Palmwüste auf der Karte hier zu finden. Ist nördlich von Ish, aber ist jetzt im Süden der Karte, weil die Karte so klein ist. Ja. Jetzt noch ganz, ganz viele Seepferdchen. Und hier ist die Höhle, wo der tolle Reaper auf uns wartet. Die Höhle ist zum Glück nicht so groß. Man könnte sogar sagen, die ist klein. Eventuell sogar die kleinste Höhle überhaupt, die man im Spiel finden kann. Und wenn nein, beweist mir das Gegenteil. Und sagt mir, welche kleiner ist. Ich sollte vielleicht erstmal noch diesen Raum hier durchqueren. Und da sind wir schon beim Boss angekommen. Oh Gott, ist die Höhle lang. Flammenpeitsche ist schwächer, aber hat eine höhere Reichweite. Nutzt das aus, wenn ihr ihn bekämpft. Den Kollegen Sensenmann. Welcher übrigens das Angriffsmuster des Tausendfüßlers aus der Silberhöhle hat. Wenn ihr immer wieder so schlagt, ein bisschen ausweicht und euch gelegentlich mal heilt, könnt ihr eigentlich nicht sterben. Das
nicht so schwierig, wie man glaubt. Es hält halt aber gut aus. Cure-Zauber und Flammenpeitsche ist eigentlich die beste Waffe. Und Achtung, wenn er so explodiert, dann kann er euch immer noch töten. Durch die Explosion. Nun haben wir auch den Bombenzauber. Bombastisch. Das heißt so viel wie, wir haben alle 8 Zauber, die wir haben können. Und Nuke macht eine höllische Menge Schaden. Und kann sehr viele Gegner auf einen Schlag umbringen. Aber Nuke kann auch gewisse Höhleneingänge freilegen. Wenn sie versiegelt sind, wie die Höhle da bei den Ruinen. In der Wüste bei Ish. Dann schauen wir uns doch gleich mal an. Wieder südlich von der Palminsel weg. Hier anlegen. Ladung löschen. Und aufsteigen. Und bomb. Oh, der Schokobot hat die Peitsche im Auge. Oh, ja. Hier sind wir in der Höhle der Ruinen. Ich rüste mal meine neue Axt aus. Eine Flammenpeitsche bringt uns hier nichts bei den Gegnern. Passt vor allem auf die Spiegel auf. Die werfen euch euch selbst entgegen. Kann auch wehtun. Und glaube ich zur Versteigerung führen. Ist nicht so geil. Die Kollegen kann man, glaube ich, mit der Lanze töten? Nein, kann man nicht. Aber mit dem Stern. Jawohl. Hier ist nichts. Das ist schade. Aber hier ist was. Und was ist es? Was ist es? Ein Drachenschild. Holla die Waldfee. Ist doch toll. Ein Schild aus der Haut eines Drachen. Oder aus den Schuppen. Irgendwie da wird es gemacht worden sein. Das ist klar. Was habt ihr dabei? Donner-Zauber-Item. Ja. So, hier geht es nach rechts weiter, das weiß ich. Moment. Mal hier rum, dann da unten nach links. Noch immer gilt es, nicht auf die Stacheln laufen. Oder magische Dornen, irgendwas in der Art wird es sein. Und hier gibt es noch ein Drachenschwert. Holla, holla, holla. Das Drachenschwert ist auch ziemlich kräftig. Und sogar schon das zweitbeste Schwert, was wir kriegen können. Mit 100 Power. Das ist geil. Ne? Echt geil. Gut, hier oben hat es nur noch eine Sackgasse. Die Teller sind ein Einhorn? Nein, ist natürlich ein Allheilmittel. Allheilmittel, kein Einhorn. Kann ich natürlich dann von Gift heilen, von Schlaf. Nee, Schlaf gibt's gar nicht. Von Gift, Versteinerung, Trübheit, also blind. Aber von Muggel natürlich nicht. Denn Muggel lässt uns ja keine Items wirzen. Was auch ziemlich dumm ist. So, hier könnte Ex-Ether drin sein. Ne, normaler. Ne. Ist aber auch okay. Na komm, weg. Damnella.
nehmen wir wieder Wisdom. Das ist super, weil die Magie nämlich fast aufgebraucht war. Okay. Wir könnten ja mal das Drachenschwert benutzen. Können wir schon haben, ne? Das ist schon ziemlich gut. Aber auch nicht gegen alle. Die Schwubbeldinger hier zum Beispiel nicht, ne? Ja, schau einer an. Schon wieder ein Boss. Das ist die Gottesanbeterin. Ich habe sie mal klassischerweise bekämpft mit der Flammenpeitsche, während ich hier stehen geblieben bin. Weil man sie eigentlich nur dann treffen kann, wenn hier unten steht, aber sonst sie einen halt treffen kann, wenn man oben rumläuft. Aber, ne? Auch hier, wir können es uns erlauben. Ansonsten steht halt unten in der Türe im Eingangsbereich und schlagt einmal mit voller geladener Peitsche oder mit normal geladener Peitsche, also nicht aufgeladener Peitsche. Wenn sie runterkommt, hin und her läuft oder fliegt und dann, ja, so geht's einfacher. Es geht vor allem schneller. Mantis Ant defeated. Und Stacheln tun wieder mal weh, ne? Ja, was machen wir jetzt hier? Es ist natürlich offensichtlich genug. Nehmt das rostige Schwert, ausrüsten und auf den Schalter. Das rostige Schwert entfaltet seine mysteriöse Kraft. Ja, und irgendwo in dieser Wüste erscheint ein Turm. Dann suchen wir doch mal diesen Turm. Schwert wieder wegnehmen und auf, ja komm, Drachenschwert. Jetzt können wir auch das Flammenschild verkaufen. Wenn wir das wollten. Will ich aber nicht. Ich werfe es einfach weg. Wie gesagt, wir brauchen wirklich kein Geld mehr. Hier entscheidet der Turm, der ist sehr hoch. Er ist wirklich sehr hoch. Ja, und wo der Turm hinführt, vielleicht sogar nach oben, wo wir vorher waren, bevor wir hier runtergekommen sind. Wir werden es erleben im nächsten Part von Final Fantasy Adventure auf dem Mr. FPGA-System mit mir, weil jemals das bin ich. Ich bin hier ganz allein im Team, noch immer, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Wartet auf mich.